Ich habe Karten bestellt. Das war in meiner Phase, wo ich so dachte, ich versuche mal auch mit Karten so ein bisschen Plus zu machen. Was zu bestellen, bevor neue Decks rauskommen, damit die Karten vielleicht steigen können. Smart. Und dann habe ich so eine Planetarium-Spell bestellt, war dann schlussendlich eh für den Arsch. In Secret Rare sah halt super geil aus. Und dann habe ich bei einem, ich glaube, 9 Stück bestellt. In Nirmint. Und dann kamen die an. Und jede einzelne Karte, also nicht eine, nicht zwei, 9, alle, jede einzelne, verkratzt. As fuck. Richtig, richtig. Und ich habe den dann angeschrieben und habe, also es waren jetzt keine super teuren Karten, ne? So 1, 2 Euro pro Stück, aber es geht einfach ums Prinzip. Wenn ich Trotzdem. Nirmint-Karten kaufe, und dann habe ich ihm so gesagt, ey, habe ein Foto geschickt. Die sind alle so verkratzt, ich möchte die nicht haben. Wäre super, wenn du die zurücknehmen könntest. Ich möchte die so nicht. Und dann hat er angefangen, ja, nee, nee, die sind hier mit. Und es ist ja immer so eine Auslegungssache. Und dann habe ich gesagt, Bruder, auf Card Market steht explizit, dass Kratzer nicht Nirmin sind. Und ab diesem Moment war das das größte, sorry, dass ich sagen muss, größte Arschloch, was ich jemals auf Card Market erlebt habe. Ich habe ihm dann immer versucht, ich habe versucht, es zu klären, ne? Nett zu schreiben, habe gesagt so, ey, ich würde dir gerne die Karten zurückschicken. Wäre cool, wenn du mir dann das Geld quasi, dass er es dann quasi sagt, okay, sie sind da, dass ich gleich mein Geld kriege. Er hat gesagt, nein, wir machen das so. Du machst die Bestellung als angekommen, schickst die Karten dann weg und dann gebe ich dir das Geld. Dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Vom Schreiben her bist du ein richtiger Pisser. Ich bestätige nicht, damit du das Geld kriegst, damit du dann sagst, nee, nee, die Karten kommen nicht an oder sowas. Das mache ich nicht mit. Dann habe ich weder Karten noch Geld. Mache ich nicht. Wenn sie bei ihm angekommen sind und er sagt, sind angekommen, dann machen wir den Scheiß. Und dann war das ein Hin und Her und ich habe versucht, ihm zu erklären, wie das funktioniert. Und er war einfach so fucking unhöflich. Jetzt noch, das ist Monate her, ich habe mir vorhin, habe ich mir nochmal den Verlauf durchgeguckt. Jetzt noch macht mich dieser Verlauf so aggressiv, weil ich ihm dann so Texte geschrieben habe und ihm das nochmal versucht habe zu erklären, vernünftig halt. Und dann schreibt er, ja, nach dem ersten Satz habe ich aufgehört zu lesen, wo ich mir denke, Oh Alter. nein. Oh, weißt Wahnsinn. du, wie asozial kann ein Mensch eigentlich sein? Da Also. saß das größte Arschloch der Welt und hat mir Karten verkauft. Ich wollte 10 € Karten zurückschicken und dann meinte er doch, ja, aber ich ist doch schon nett von mir gewesen anzubieten, dass ich die Karten wieder annehme. Junge, du hast gesagt, die sind hier mit und die sind fucking verkratzt. Natürlich musst du die wieder. Also, und er hat sich dann als das Opfer dargestellt. Ich habe irgendwann dann einfach eine schlechte Bewertung gegeben, habe die Karten behalten, weil den Kopfhick habe ich mir nicht gegeben. Bis zum Schluss hat er geschrieben, nee, nee, du schickst die Karten an mich. Ich sag, die sind angekommen und ne, so. Nee. Also es war wirklich Geil. geil, ja, war richtig geil, Alter. Für uns ist es geil jetzt im Nachhinein, aber in der Situation, ich verstehe das aber so, nach dem ersten Satz habe ich aufgehört zu lesen. Ey. Wo ich mir immer so Ich denke, so hören die sich eigentlich selbst zu beim Schreiben? Die reiten sich doch so sehr in die Kacke. Also ich meine nur, wie viel Grund möchtest du dem Support eigentlich geben, dich zu sperren? Ist aber selbst da, unglaublich. ich habe nicht Es mal den ist Support eingeschaltet. unglaublich. Ich bin sogar dafür zu nett. Echt? Ja. Du Da hast läuft so nicht ein den Pisser Support rum und ich angenommen. bin sogar da. Weiß ich nicht. Weißt du, was das Schlimme ist, wenn der schon beim Schreiben so extrem unsympathisch ist? Wie ist er dann wahrscheinlich im richtigen Leben? Weißt du, was ich mir glaube? Also, was So ich. ist der. So, ja. Ja, so ist der. Das ist wie der Typ, wo zu dir gesagt hat, dass du ein arbeitsloser Pisser bist, weißt Ja, ey, geil, du? oder? Weißt du, was ich erschreckend Ein finde? Arbeitsloser. Ja, ich finde erschreckend, dass es genug Leute gibt, die wahrscheinlich damit durchkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Ja, dass ja. dein Verkäufer bei anderen damit durchgekommen ist. Ja. So, und das finde ich. Oh. Ah, das, da kommt, oh, da kommt so ein ganz komisches Gefühl Aber auf. den hätte er gern weggebannt, den Tim. Den hätte ich Den hätte er weggebannt. gern. So hätte er den Den Tim. hätte ich weggebannt. Den hätte er Zack, so. zack. Mua, Den hätte ich weggebannt.
Nummer 3 schmeckt auf meiner Liste, Alter. Eben, der Verkäufer. Der hätte einen Death Note reingeschrieben, Alter. Naja, es wäre nicht, wär nicht mein, mein Nummer 3. Also es sind schon insgesamt, also insgesamt wurden wegen mir schon 5 Accounts jetzt gesperrt. Es werden ja immer mehr. Naja, das war jetzt nur die letzten 2. Die anderen 3 Stories in Part 2. Ja, aber ja, insgesamt. Das ist jetzt der Cliffhanger. Das ist jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge. Also wegen mir sind insgesamt 5 Accounts schon hops gegangen. Positive ist, was ich dabei sehe, ist, bin ich, ist keiner von meinen, ist nicht mein Account, was? Nee. Du verkaufst doch. Also ich kann es versuchen, so, aber ich will nicht, dass das Finanzamt kommt und mein Kartengeld will. Nein. Das war ja, ich muss mal gucken, wie viel ich dies ja schon verkauft habe. So viel ist es zwar nicht, aber ja, man also muss auf einmal kommt die Klage. Man muss, ey, ja. Man muss einfach... Sie haben im Wert von 3 Euro Karten verkauft. Nachzahlen ja. Mit heftig. Ja, man muss einfach mal gucken. Warum steht das nicht auf den Lohnabrechnungen? Wie? Steuerhinterziehung, ab in den Knast. Ja, was halt, so, stellt euch mal vor, also, hypothetische Vorstellung. Jemand kauft von euch 30 Single-Commons. Und als 31. Common irgendwas anderes. Also als 31. Karte noch irgendwas anderes. Es geht nicht um die Anzahl der Karten, sondern um die Anzahl der Bestellungen, das ist wichtig. Ja, ja, deswegen. Du, dass er die einzeln kauft. Ja, einzeln. Ah, der kauft die einzeln. Was ein Arschloch. Und kauft als 31. Ja. noch irgendwas anderes. Studiert ihr oder nicht? Ich lasse es nicht so weit kommen. No risk, no fun. Ich liste keine Comments, das ist mir nicht wert. No risk, no fun. No? Wie viele Artikel hast du? Komm. Also, Hobbyliga ist der erste, wo das Finanzamt auf der Matte steht. Das sagst du nicht. Ich habe hier eine Kamme fürs. Du nur Eis gekauft, wa? Okay, so, komm, wenn ich Feierabend habe, bleibt die Tür zu. Ja, das hat der Hermesbote auch gemeldet. Ja, da musst du auf deine 2 Cent Kammen noch Steuern zahlen. Überleg mal, nee, sind es 19% dann auf die 2 Cent Kammen? Das wäre ja ein totes Minusgeschäft. Das wär ja unnormal. Boah, ich muss machen. Ich auf meine 2 Cent Kammen noch 19% Mehrwertsteuer zahlen muss. Zu spät. 3 Cent noch zu versteuern fürs Finanzamt, nee. Da geht lieber in den Knast. Da kann man nämlich gar keine Steuern zahlen, so ist das nämlich. Oh, ich merke an dir so Talk. Das ist vielleicht eine ganz andere Richtung. Ich erkläre das mal der Steuerberaterin. Machen wir mal einen Schluss für heute. Machen wir Schluss für heute. Okay, mein Lieben, wir bleiben aber noch live, denke ich, kurz. Ja, machen wir eine Abmoderation, eine vernünftige. Aber wir machen jetzt noch eine schöne Hobbyliga macht, nee, Saarland. Saarland macht heute mal die Abmoderation. Genau, wir quatschen heute dran. So viel. Saarland, leg los! Na, wie soll ich abmoderieren? Nee, schalte das next. Da gibt es sowas wie Ciao Kakao oder Tschö mit Ö oder so. Let's go. Bauen wir mal noch eine zweite Folge oder wie verbleibt man? Die Zuschauer haben. Und die Kommentare schreiben. Das kommt doch bestimmt online. Ja, sonst genau. In die Kommentare schreiben. Schreib es in die Kommentare. Teil 2 also, oder neues Thema. Schreibt in die Kommentare. Es war auf jeden Fall schön, nochmal für euch dort zu sein. Ach, Mauer zu fit. Und ich weiß, wenn ihr noch online bleibt, ich verabschiede mich auf jeden Fall gleich. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Einen schönen Pfingstmontag noch. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Cheerio. Ciao, ciao. 4 von 5, du hast es also bald geschafft. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anschauen vom letzten Partner. Schreib mir einen Kommentar, lass mir ein Like da, lass mir ein Abo da, falls dir der Content gefällt. Und dann sehen wir uns gleich im neuen Part wieder oder in einem meiner anderen Videos. Bis gleich.